Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. In der letzten Folge haben wir einen kleinen, pelzigen Okolyten abgefangen und von der Oma oder der Hexe aus dem Wald von Hänsel und Gretel gerettet. Was muss ich jetzt machen? Kann ich die ins Feuer werfen? Ah, guck mal hier. Hier, da wackelt er das. Der Pfeiler sieht etwas wackelig aus. In den... Oh, nun? Ah, hier, guck mal. Ein lockeres Dielenbrett. Rauftreten! Ins Feuer! Sehr gut. Oh, was für ein bescheuertes Rätsel. Ich sehe aus wie ein Dienstmädchen. Oh ja. Und nun? Komm ich hier raus? Alter, wie lame, ne? Naja, es ist schon, komm, ist schon. Ey, dafür hatten wir Rätsel, die umständlich waren, wie das mit dem Auge, ne? Die ganze Zeit konnte ich meinen Allzweckaffen nicht ansehen und dann auf einmal kann ich den Allzweckaffen ansehen. Und hol mir da das Auge her. Das war ein hartes Rätsel. Das hier hingegen war schon irgendwie Ben. Witzig. Oh weh, wo ist das Monster? Es hat sich in Rauch aufgelöst. Was war denn mit deinem Bruder? Er ist einfach davongelaufen, ohne sich zu verabschieden. Ich habe ihn auf der Straße getroffen. Er lief wie der Wind, erzählte, dass du ihm aus dem Fenster geholfen hast und wollte Hilfe holen, weil er den Gribbler zurückkommen sah. Ich wollte ihn noch fünfmal sterben sehen. Ich bat ihn, das Tobi. Dorf zu alarmieren, so viele Bander wie möglich zusammenzurufen und hierher zu kommen. Ich sagte ihm, dass ich dir in der Zwischenzeit helfen werde. Das war schon irgendwie gut. Vielen Dank. Das war sehr tapfer von dir. Tapfer? Oh weh. Du hast den Gribbler besiegt. Du bist unsere Heldin. Ich schulde dir das Leben meines Bruders. Das Leben unseres ganzen Stammes. Denn nur der Bruder war geschlechtsreif. Ich weiß, dass dich die Banda für deine mutigen Taten belohnen wollen. Du bist in unser Dorf eingeladen. Ich werde meine Leute bitten, ein großes Fest für dich vorzubereiten. Der lebt doch unter der Erde, oder? Ach, das brauchst du nicht, Ben. Ich habe doch nur getan, was jeder andere auch getan hätte. Aber du hast es getan. Gib mir deine Karte. Ah. Ich zeige dir, wo unser Dorf liegt. Dann werde ich schnell loslaufen und den Leuten erzählen, dass es den Gribbler nicht mehr gibt. Okay, wir haben eine außerirdische Rasse getwistet. Hier, da ist jetzt das Dorf der Banda. Okay, wir haben eine außerirdische Rasse getötet und werden dafür mit einem Fest belohnt. Bescheuert, ey. April. Das ist doch mein Vogel. Ich bin so froh, dass du in unser Dorf gekommen bist und mit uns am Feuer sitzt, damit wir uns richtig bei dir bedanken können. Es ist mir eine Ehre, Ben Bandu. Ich würde den Wald nicht durchqueren, ohne euer Dorf zu besuchen und zu sehen, wie das Banda-Volk lebt. Man tut, was man kann. Du bist so wortgewandt. Mein Bruder sitzt dort am Feuer. Ich weiß, dass er auch mit dir reden möchte. Aber der Älteste möchte zuerst mit dir sprechen. Er liegt in seiner Hängematte auf dem Hügel. Aha. Sprich mit ihm und dann komm zurück, damit wir das Ende des Gribblers und die tapfere Flucht von April Ryan und Ben Bandus Bruder feiern können. Na dann, sprechen wir doch mit dem Dorfältesten Maulwurf, wobei die mich so ein bisschen an Faultiere erinnern. Ich bin nicht sicher. Da brennt aber ein tolles Freudenfeuer. Freudenfeuer, okay. Weißt du, wir schmeißen einfach die Hexe ins Feuer und die Welt ist in Ordnung. Hier ist Krähe. Krähe, wie bist du denn hierher gekommen? Okay, ich sollte erst mit dem Ältesten sprechen. Ich will ja nicht unhöflich sein. Ey, wenn ich mit der Krähe zuerst sprechen will? Nein. Okay, pass auf, sie glüht. Ernsthaft? Sie glüht. Das ist so alt. Ich sehe aus wie ein Dienstmädchen. Ich sehe aus wie ein Dienstmädchen. Okay, wir haben nicht mehr den Spruch. Ich bin ist voll traurig, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Der Bandu-Älteste. Ja, dann sprechen wir mal mit dem altkiffenden Bandu-Ältesten. Die Heldin des Tages kommt den alten Bandu besuchen. Na dann. Lass mich dein Gesicht sehen, Menschenkind. Bück dich doch etwas.
Das, das ist schon viel besser. Der Mensch ist jetzt schon näher an der Erde. Vielleicht hört sie es auch wie wir. Bewegung, wie die 99, Erde sich formt, atmet. Ihr habt es euch gewünscht, ihr habt es bekommen. Ich spüre gar nichts, tut mir leid. Zweimal das Game boten also lassen. Also ist der Mensch kein Gräber, aber wir verurteilen sie deswegen nicht. Das Menschenkind ist eine Heldin. Bitte nenn mich nicht so, ich bin keine Heldin. Ich war nur zur rechten Zeit am rechten Ort, um jemandem zu helfen. PlayStation 1 Grafik, ne? Sie besiegte das Böse, das unseren Wald heimsuchte und rettete einen unserer Kleinen vor einem Wesen des Chaos. Deshalb ist sie ein Held. Du bist die eine, von der wir in unseren Liedern singen. Die eine wird uns vom Bösen befreien und dann weiterreisen, um das Journey. Gleichgewicht zu retten. Ich erzähl gleich was dazu, nachdem der Älteste fertig ist. Ich weiß es nicht. Gut, wir werden es sehen. Du wirst heute Nacht in der Höhle der Geister schlafen. Und morgen werden wir sehen. Aber jetzt musst du mitfeiern. Das Fest ist zu deinen Ehren. Was gibt's zum Essen, unsere Dankbarkeit für deinen Nein, Mut hab ich auch nicht zu gespielt. Beweisen. Ist du nicht ein Autorennspiel? Ich danke dir. Geh, iss und trink und tanze und leg dich dann in der Höhle der Geister zum Schlafen nieder. Wir reden morgen weiter, bevor du deine Reise fortsetzt. Du bist doch auf einer Reise, oder? Einer sehr langen Reise, The longest journey, ja. Wir sind alle auf einer Reise, aber deine ist die wichtigste, die es je gab. Nun geh, ich werde meine Pfeife rauchen und an die Prophezeiungen und Lieder denken. Geh. Mhm. Okay, gehe ich gerade mal drauf ein. Das Spiel ist von 99. Wir hatten ja damals den dritten Teil, Dreamfall Chapters, gesehen gehabt. Das hatten wir nach Way Out gespielt gehabt und ihr wolltet unbedingt das spielen, dass ich das spiele. Und dann habt ihr das gewotet gehabt und dann haben wir festgestellt, dass das der dritte Teil ist. Und dann hieß es, ey, ich spiele den ersten. Ich so, ey Leute, ich kann nicht jetzt einfach so beschließen, ein Game von 99 zu spielen. Ich stelle euch das nochmal mit anderen Games zur Vote und ihr habt es tatsächlich wieder gewotet. Ich sag, okay, ihr habt es zweimal haben wollen, dann spielen wir jetzt The Longest Journey. Es gibt leider vom ersten Teil kein HD-Remake. Das ist sehr, sehr schade. Weil ich sag mal, die Story ist schon ganz nett. Vom zweiten Teil wird es aber ein HD-Remake geben. Sollten wir mit The Longest Journey durchgehen, geht es in Dreamfall Chapters. Ne, warte mal. Dreamfall? Ne, der zweite heißt nur Dreamfall, glaube ich. Werde ich den mit im Vote stellen. Davon gibt es aber ein HD-Remake. Dann müssen wir mit der. Die best. Ohne Scheiß. Das wohl am besten. Polygierteste Stück hier ist der Hinterteil dieser jungen Dame. So grandios. Krähe? Oh, hallo. Ich hab mich schon gewundert, wie es dir ergangen ist. Wie ist es dir ergangen? Krähe ist so geil. Ich dachte, du würdest mir suchen helfen. Ich hätte heute Mittag Hilfe gebrauchen können. Schon, aber ich habe einige Bander gefunden, oder nicht? Nur nicht den, den wir gesucht haben. Und abgesehen davon war ich kaputt. Meine Flügel tragen mich nicht endlos weit. Ab und zu brauche ich einen Zweig zum Ausruhen und ein paar saftige Beeren. Und jetzt schau dir mal bitte den dritten Teil ja, an. Ja, Beeren. Dreamfall Chapters. Hast du schon nur die probiert, den Trailer. Die es hier gibt? Wow, der bläst sehr dich lecker. Weg. Ich wüsste gern, womit sie die Beeren ansetzen. Wenigstens geht's dir gut. Aber ja, du kennst mich. Obwohl ich einen schönen Federputz gebrauchen könnte. Als Belohnung für meinen Fleiß. Wie wär's? Soll ich dir jetzt die Feder putzen? Fleiß? Ich muss mich heute wohl selbst putzen. Aber ich will nicht meckern. Aber du bist schuld, wenn ich morgen früh mit einem steifen Nacken aufwache. Der Vogel ist zu geil. Also wie gesagt, ey, ohne Scheiß, Dreamfall Chapters... Die Grafik so gut, aber das Problem ist, es sind halt Story-driven Game. Da kannst du nicht einfach den ersten und zweiten Teil ignorieren, weil du einfach überhaupt nichts verstehst, warum. The Longest Journey Chapters gespielt, nur Teil 1 nicht. Okay, hier guck mal, dann siehst du ja, was hier noch abgeht. Hier ist das Lagerfeuer, mit ihm habe ich schon gesprochen. Dann gehen wir zu Ben Bandos Bruder. Und ich suche immer noch die Höhle, wo ich nachher pennen muss. In irgendeiner Schamanenhöhle hier.
Schauen wir mal. Oh, hallo April, setz dich doch. Auf den Stein? Ah, ne, auf den Boden, okay. Ihr seid doch so Formwandler. Könnt ihr mir nicht den Boden irgendwie zum Geht's dir gut? Oder so? Ich dachte, du lässt mich im Haus des Gribblers allein zurück. Oh, weh. Das tut mir leid. Aber als der Gribbler aus dem Wald zurückkam, bin ich in die Büsche und auf schnellstem Weg zum Dorf gelaufen. Ich wollte Hilfe holen, verstehst du? Aber dann traf ich meinen Bruder und habe ihm erzählt, was geschehen ist. Ach, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich bin bis 22 Uhr online, Brina, ja? Aber wie hast du den Gribbler besiegt? Also? Mit viel Glück und schneller Überlegung. Meine begrenzten Talente im Kampfsport sind nicht zum Einsatz gekommen. Hattest du Angst? Ich hatte noch nie im Leben solche Angst. Irgendwie aufregend. Obwohl diese Aufregung mir für ein ganzes Leben reicht. Oh weh! Ich könnte nie so tapfer sein wie du, April. Niemals! Du spielst natürlich... Ne? Oh, hier. Wo ist die Höhle der Geister, die der Insel... Es sind halt gewisse Rätsel, die dabei sind. Ist halt so ein Point-and-Click-Ding, ne? Oh, musst du nachdenken. Oder es ist so um fünf Ecken. Zwei Ecken. Okay, hatten wir auch schon. Was ist die Höhle der Geister, die der Älteste erwähnt hat? Oh, das ist ein heiliger Ort. Ein sehr heiliger Ort. Dort sprechen die Banda mit ihren Ahnen, stellen ihnen Fragen und lernen aus ihrer Weisheit. Wirklich? Der Älteste meint, ich soll heute Nacht dort schlafen. Das hat der Älteste gesagt? Damit erweist er dir eine große Ehre, April. Nur die Würdigen dürfen die Nacht in der Höhle der Geister verbringen. Wo liegt denn die Höhle der Geister, Jungs? Wo liegt die Höhle der Geister? Direkt hinter dir, am Ende der Wiese. Okay. Genieß die Party, Jungs. Ich sehe richtig, wie hart sie feiern, die Maulwürfe. Sie findet zu deinen Ehren statt, April. Auch du musst sie genießen. Jetzt mal ganz ernsthaft, ne? Wo feiern die? Ich sehe keinen Schnaps. Ich sehe nichts zu futtern. Ich sehe nur ein paar Leute, die am Feuer sitzen. Okay, wir gehen jetzt da hinten hin. Am Ende? Ah, ist das das hier? Hier, die Höhle der Geister, sag ich doch. Okay, wir kriechen da jetzt rein. Ja, nee, ist klar. Voll, sieht höhlich aus. Ja, guck mal, wie chillig das Ding aussieht. Warte mal hier, komm. Wo eigentlich auch Verschwendung, ne? Hier. Der beste Teil, immer der bestanimierteste Teil immer noch im Game. Was ist das ganze Spiel? 99 Pixel-Grafik. Aber wir müssen von unseren 500.000 Dollar Investitionen müssen wir mindestens ein Fünftel in die poligierten Version des Witterns machen. Das war der teuerste Speis. Yoda leben da. Ja, echt, sieht Hammer aus, ne? Okay, pass auf, wir schauen mal, was wir hier noch haben. Feuer, okay, Pilz. Ey, cool, Pilze. Pilze oder Stühle? Oder beides? Oh, vielleicht kann ich ja drin schlafen und sie essen. Schauen wir mal. Oh, Wandgitter. Die Tunnel enden in der Erde hinter dem Wandschirm. Aha. Ist hier noch irgendwas zu sehen, Tolles? Feuer. Kein großes Feuer. Aber es ist angenehm warm hier und der Rauch ist angenehm weich. Okay, der Rauch zieht ja wenigstens ab. Kann ich mich jetzt irgendwie setzen oder sowas? Das hier ist ein Bett? Da bin ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Ein Bett aus Zweigen und Moos. Nicht so bequem wie eine richtige Matratze. Ich glaube, ich werde gut schlafen. Na, dann schlafen wir mal drauf. Aber wenn wir schlafen gehen. Werde mich noch etwas umschauen, bevor ich zu Bett gehe. Ist doch nichts mehr, oder? Warum stellt mich das Spiel vor die Entscheidung, dass ich was tun muss? Hier ist der Ausgang. Ach, das war der Eingang zur Höhle. Ach, Quatsch, wir gehen pennen. Ich leg mich nur für ein paar. Ja. Nein, vergiss es. Ich werde richtig gut schlafen. Ich war noch nie in meinem Leben so müde. Ich mein... Explosionen. Wir brauchen mehr Explosionen. Danke für den Resubscribe, Firehawk. Und Gratulation zum Einjährigen. Wie du mitbekommen hast, ist der Einjährige ein besonderer Subscribe. Was zum Geier machst du da? Hab ich gerade mit mir selber gesprochen? Moment. Story und so. Was? Was machst du hier, du arrogante Zicke? Glaubst du allen Ernstes, ausgerechnet du könntest die Welt retten?
Wer bist du? Oh, sag nicht, dass du mich nicht erkennst, April Ryan. Ich bin du. Das ist unmöglich. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Das ist nur wieder ein Traum. Ich muss träumen. Das glaubst du, Loser. Loser? Das hier ist echt. Echter geht's nicht. Warum bist du hier? Ich schicke dich nach Hause. Deshalb. Du bist ein traurige Kleine. Wissen wir uns selber? Ernsthaft? Merkst du das nicht? Es hat keinen Sinn, die gesamte Welt. Zwei Welten. Deinen kläglichen Versuchen, mit dir selbst ins Reine zu kommen, auszusetzen. Jetzt haben wir die Paranoia. Verschwinde, lass mich in Ruhe. Wir sind vielleicht doch in Yodas Höhle. Wie zum Henker soll ich das denn machen, Einstein? Das kann sein. Ich bin du. Du bist ich. Leider sind wir unzertrennlich. Oder wir schieben jetzt die Gollum-Nummer, weil ich wir hatten eben schon die Anspielung. Ich brauch diesen falschen Mist nicht. Nicht jetzt. Es gibt so viel, was ich tun muss. So viele Menschen, denen ich helfen muss. Wir hatten schon die Anspielung Herr der Ringe. Als ob du das ernst meinst. Gollum-Version? Du gibst doch keinen Deut um diese Leute. Du tust es nur für dich, April. Und genau deshalb wirst du scheitern. Star Wars Myth confirmed. Sei still. Sei still. So löst du deine Probleme doch immer. Du sagst den Leuten, sie sollen still sein, wenn sie die Wahrheit sagen. Und schließt sie aus, wenn sie dir zu nahe kommen. Hey, erzähl mir nicht. Ich tue es, weil Papa mir wehgetan hat. What the fuck geht denn jetzt an der Story ab? Wie willst du durchhalten, wenn es bei diesem Job hart wird und du dich auf niemanden verlassen oder an nichts glauben kannst? Dreht doch irgendwas vollkommen ab. Ich bin doch schon dabei, oder? Ja. Welche Wahl hattest du denn? Dich deinen Problemen zu Hause zu stellen? Dich deinen Albträumen zu stellen? Ich glaube nicht. Also läufst du weg. Und glaubst, du könntest Abstand zu dir und deinen Ängsten aus der Vergangenheit und Gegenwart gewinnen. Okay, das Spiel hat schon sowieso irgendwie... Aber du rennst nur sehenden Auges auf den Nervenzusammenbruch zu. Ist schon strange von der Story her. Du redest mit dir selbst, April. Das würde eine geistig stabile Person doch nie tun. Die Welt ist echt, in der wir leben, sehr komisch. Sei still! Und jetzt haben wir noch selbst... Halt den Mund! Einander... Ruhig. Ganz ruhig, April. Ist das denn... Es ist gut. Charlie? Charlie, bist du das? Ah, der Barkeeper, genau. Ruhig. Burnout, ja, echt. Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier. Ich werde auf dich aufpassen. Ohne Scheiß, also eben die Anspielung Herr der Ringe. Lieber und jetzt Himmel, Charlie, ich bin so froh, dass du... Oder? Dass du... Du bist nicht hier, das kann nicht sein. Ich träume doch. Nein. Doch? Nein, du träumst nicht. Doch. Ich bin hier. Zumindest im Geiste. Also, du hast gekifft, geh bist weg. Bist du... Bist du es wirklich, Charlie? Ich wollte pennen. Wir sind Charlie. Dein Freund. Wir fühlen sein Herz und seine Gedanken. Sein schlafender Geist ist bei uns. Aber wir sprechen aus der großen Grabung des Jenseits, wo die Lieder der Banda niemals enden. Ey, die haben mir doch irgendwas Seid Essen ihr die Toten? Wir sind in den Boden übergegangen. Ich glaube, bei dieser harten wir sind Geister haben die mir irgendwie Banda-LSD um oder sowas Essen gemischt. Warum Charlie? Warum zeigt ihr mir Charlie? Er liebt dich und hat uns hergeführt in dein Herz und deine Gedanken. Er liebt mich? Charlie liebt mich? Du bist nicht allein auf der Welt, April. Wow, wir schieben hier voll den Druck. Es gibt viele, die sich um dich sorgen. Deine Freunde und deine Familie. Jetzt mal ernsthaft. Deine richtige Familie. Du bist nicht allein auf deiner Reise durch das Leben. Was wisst ihr über meine Familie? Meine richtige Familie. Sie wacht über dich, April. Das ist alles, was wir wissen. Was ist das für ein... Sie haben dich nie verlassen. Sie ermöglichen dir nur, dein Leben so zu leben, dass du verstehst. Na, egal, es ist was du wichtig, hast, ich würde es auch haben. Ja, dann glaub mir, ich auch, Tobi. Was soll ich verstehen?
dass das Leben, selbst wenn es schwierig und schmerzvoll ist, ein Geschenk bedeutet. Dass Liebe unbezahlbar, selten und kostbar ist. Dass jede gute Tat, das kostet dein Dealer, jeder gute Gedanke zählt. Ich auch gerne wissen, halt, das Zeug. Und dass eine einzige Person etwas bewirken und die Welt verändern kann, wenn sie es wirklich will. Wenn sie an sich glaubt und an die Menschen, die ihr vertrauen. Na dann? Aber das ist alles so beängstigend. Ich verstehe nicht einmal die Hälfte von dem, was um mich herum geschieht. Ich wollte doch nur schlafen. Sagte deine Mutter dir nicht, sie würde dir helfen? Haben nicht Charlie und Emma, deine Freunde, ihre Hilfe angeboten, obwohl du ihnen nicht die Wahrheit über die Vorgänge erzählt hast? Ich habe denen die Wahrheit erzählt, ja? Alles andere ist jetzt hier unter Stellung. Der Rote. Hat er sich nicht auch als Freund erwiesen? Der Rote? Wie kannst du da noch Angst haben? Wenn dich so viele Geister in deiner dunkelsten Stunde begleiten. Es gab doch 4 Draken. Einer war doch auch der Rote. Bitte sagt mir, was ich tun soll. Ich tappe nur im Dunkeln herum. Ich hab doch den weißen Draken, den roten Draken und noch... Folge deinem Herzen und deinem Geist, April. Und benutze dein Gehirn. Spiritueller Vorgänger. Dies sind die Waffen, mit denen du das Chaos besiegen wirst. Wenn du aufwachst, erzähl dem Ältesten, dass du eine Bakbar hattest und dass du mit den Geistern der Banda gesprochen hast. Dein Name soll unter unserem Volk April Banu Emabata sein. April, die Gräberin, die sucht und findet. Alter. Oh, geh nicht, bitte geh nicht. Hör nie mit dem Instant down und am Pennen. Alter, was ist denn das für ein Druck? Ey, was schieben die in ihr Essen? Oh, Kapitel 5. Oh, Leute. Hin und zurück, ein weiteres Kapitel. Sehr schön, fertig. Was schieben die in ihr Essen? Die Bandana-Fuzzis da. Erstmal ohne Scheiß. Das war bestimmt der Trip meines Lebens gerade. Und, ja, nochmal zurück. Außer April erzählt jetzt. Ich hoffe nicht. Dann kann ich mich gleich nochmal zu Firehawks ein Sub äußern. Jo, Story weiter. Also. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kapitel das Spiel hat. Also, Firehawk erstmal, wie gesagt, danke für den Resub und Gratulation zum Einjährigen, freue ich mich sehr drüber. Der einjährige Sub, hast du mitbekommen, ist ein besonderer Sub. Er hat kein einfaches Level-Up, sondern ein What the fuck is going on Sound. Und es gibt kein Level-Up-Symbol, sondern es gab ein Oh mein Gott-Symbol. Und der Sound, ja, er ist bewusst etwas lauter, denn verdammte Kacke, wenn jemand hier Einjähriges hat, darf das auch gefeiert werden. Es tut mir zwar leid, dass du ihn in die Hose gepipiert hast, Rinswind, aber... es ist jetzt Nummer 2 gewesen. Du bist tatsächlich nicht der erste Subscriber gewesen. Es war Mr. Nafka. Du bist der zweite. Euch trennen aber auch, glaube ich, nur 3 oder 4 Tage. Das kann nicht viel sein. Ich glaube, der hatte jetzt gerade am Sonntag eingelöst gehabt. So, wir haben jetzt hier den... Ja, du bist ausnahmsweise... Wie kann man zappen? Will auch. Auch der erste. Oh, sie ist wach. April. Wie kann man suppen? Also auch der erste Subscribe ist etwas lauter, weil es halt der erste ist. Also nicht lauter, hat einen anderen Sound. Guten Morgen, Ben Bandu. Wie kann man suppen? Die Grüße des neuen Tages seien mit dir, April. Hast du gut in der Höhle der Geister geschlafen? Ja. Ob ich gut geschlafen habe? Abgesehen von den Stimmen, den Geistern, den spitzen Steinen, die mich in den Rücken gepiekt haben und der feuchten Moosmatratze. Nein, eigentlich nicht. Zu meckern. Du hattest Besuch von den Geistern? Ein wenig. Es scheint so. Als du es mir gestern Abend erzählt hast, habe ich dir nicht geglaubt. Ich dachte, es wäre nur eine Redensart. So als wenn man sagt, lass dich nicht von den Flöhen beißen. Ja, waren... Unsere Vorfahren sind uns immer nahe. Ab und zu sprechen sie mit denen, die eine Nacht in der Höhle der Geister verbringen dürfen. Dass sie mit dir gesprochen haben, ist eine große Ehre, April. Eine große Ehre. Im Moment würde ich alle Ehren der Welt dafür geben, mal wieder richtig schlafen zu können. Ich bin froh, wenn einer von euch mir ein Loch buddelt zur anderen Seite, wenn ich rüberkomme. Du bist aber lustig, April. Wenn alle Menschen so lustig sind wie du, müssen eure Städte mit Lachen erfüllt sein. Ich bin manchmal nicht sicher. Der Älteste möchte dich noch einmal sprechen. Ob er mich ärgert? Und ich muss jetzt singen. Unten in den Gängen. Heute Morgen ist entschieden worden, dass ich endlich auch graben darf. Ich glaube, der verarscht mich manchmal. Das freut mich für dich, Ben Bandu.
Danke dir. Möge das Gleichgewicht dich auf deiner Reise beschützen. Du wirst immer in meinem Herzen sein. Und du wirst in meinem sein, Ben Bandu. Immer. Also jetzt mal ganz ehrlich. Kommst du zurück, wenn deine Reise vorbei ist? Ich werde es versuchen. Auf Wiedersehen. Diese Anspielung. Oh weh. Ich mag keine Abschiede, aber... Ben? Auf Wiedersehen. Okay, Ben ist fertig. Diese Anspielung an diese Star-Wars-Höhle, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Und dann heißt das Ding auch noch Ben. Oder vorhin die Hänsel- und Gretel-Anspielung mit der Hexe. Also den Alien, den wir ins Feuer geworfen haben. Und da sagt sogar unser Charakter, April, sagt sogar noch, das sieht ja aus wie eine Hobbit-Höhle. Und wie gesagt, das Spiel ist von 99, ne? Uiuiuiui, Leute. Na komm, Opa, erzähl mir ein. Du bist schon wach? Hast du gut geschlafen? Och. So gut es unter den Umständen ging. Sagt dir der Begriff Bagbar etwas? Bagbar? Wo hast du das gehört? Gierige Hobbits. Ich habe es im Traum gehört. Die Geister erzählten mir, dass ich einen Bagbar hatte. Die Geister erzählten mir, dass ich einen Bagbar hatte. Haben die Geister zu dir gesprochen? Du hast Glück, Menschenkind. Manche haben die Höhle der Geister nicht mehr verlassen. Andere haben dort nichts gehört. Aber zu dir haben die Geister gesprochen. Obwohl ich die Wesen schon ein bisschen knubbelig und niedlich finde, ne? Ein Bagbar ist eine wahre Vision über einen selbst. Man sieht zum einen die dunkle Wahrheit. So sieht man sich, wenn man unsicher ist oder mit sich selbst hadert. Zum anderen sieht man sich so, wie man sich sehen muss, um glücklich zu sein. Das ist nett. Aber die Geister erinnern uns daran, dass beides wichtig ist, dass du dich nicht lieben kannst, ohne zuerst deine Fehler erkannt zu haben. 3D5 me? Waren die Leute, die ich dort sah, wirklich dort? Die Geister benutzen Masken, um ihre Nachrichten zu überbringen. Sie sprechen mit Stimmen der Vergangenheit und der Gegenwart, die für einen wichtig sind. Die Boten und die Nachricht sind nie dieselben. Du musst ihre Worte annehmen und beachten. Mir wurde gesagt, dass mein Name unter den Banda April Bandu Embata sei. Embata. Die unter den Kleinen, die sucht und findet. Okay. Du bist die, von der wir singen. Der Mensch, der uns hilft und unsere Welt kann rettet. Kann ich noch nicht sagen, Feuerhock. Und sie dann zerreißen wird. Oh, super Geschichte. Du bringst uns, Banda, gute und schlechte Nachrichten, April Bandu Embata. Hoffnung und Verzweiflung. Das höre ich jeden Tag auf Arbeit. Diese Welt ist seit deinem Besuch nicht mehr die gleiche. Aber ich bin dankbar und stolz, dass ich dich treffen durfte, um dir zu geben, was du hier suchst. Und was gibst du mir? Nur das Glück hat mich hergeführt. Ich bin wegen nichts Besonderem gekommen. Doch, das bist du. Hier ist, was du gesucht hast. Und du bringst mir was? Ich krieg was. Ich hab irgendwas bekommen. Was ist das? Das ist der Stein, der uns von den Vätern gegeben einer wurde von den vier und Steinen. Den wir sicher aufbewahren sollten. Er war lange bei uns. Oh, es ist ein Teil der Scheibe. Oh, geil. Dann kennst du ihn? Du bist wegen des Steines hier, auch wenn du es bis eben nicht einmal wusstest? Wie immer piept das Ding mitten im Gespräch, ne? Das bin ich wohl. Ich kann's nicht mal stoppen. Danke dir. Nicht mal steuern. Du musst deine Reise jetzt fortsetzen, April Bandu Embata. Vergiss nicht, dass wir jetzt dein Volk sind und dass du immer an unseren Feuern und in unseren Höhlen willkommen bist. Danke, danke. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank. Möge immer Erde zwischen deinen Zehen sein, April Bandu Embata. Was mach ich denn auch und mehr? Und zwischen deinen, Ältester. Auf Wiedersehen. Nehme ich mir einmal Erde mit. Oh. Das Geräusch kennt ihr, liebe Freunde. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Sly. Ciao.